An den Märkten hängt vieles, fast alles davon ab, was Geld kostet. Also geht es um die Zinsen, nicht zwingend um die Leitzinsen, die die Notenbanken setzen, sondern die Marktzinsen, die durch die Kapitalmärkte gesetzt werden, also die Kapitalmarktzinsen. Und hier erleben wir jetzt eine spannende Situation. Die Aussicht auf billigeres Geld schwindet immer mehr, weil die Inflation zuletzt zu hoch war. Also sehen wir, dass die Renditen ziemlich hoch sind, die Senkungsfantasien immer mehr zurückgedrängt wurden, was latent den Dollar stärkt. Deswegen haben wir zuletzt einen Abverkauf des Yen gesehen, also der japanischen Währung, der heute in einen Crash mündete und einer wahrscheinlichen Intervention der Bank of Japan. Wir sehen allerdings auch, dass aus Liquiditätsassets wie Bitcoin Kapital abfließt, während Aktien in der letzten Woche gewonnen haben, nach drei Verlustwochen in Folge, weil die Zahlen von Microsoft und Google, respektive Alphabet, die KI-Euphorie wieder ein bisschen revitalisiert haben. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen, die wirklich interessant und spannend sind hier zu Wochenbeginn. Hier sehen wir, der Yen ist auf den tiefsten Stand heute Nacht gefallen, seit April 1990 Dollar-Yen über die Marke von 160 gestiegen, und man könnte ja mit Diego Fastnacht durchaus sagen, die Bank of Japan ist praktisch eine Vertreterin des MMT, der Modern Monetary Theory, also der Vorstellung, man kann doch ständig Geld drucken, gell? Und wenn dann Inflation kommt, dann erhöhst du die Steuern, damit saugst du die Liquidität wieder ab und alles ist schick, funktioniert natürlich in der Praxis nicht, weil niemand dann die Steuern anhebt, wenn es wirklich wehtut. Hier sehen wir also, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist, nämlich einer totalen Entwertung der japanischen Lira, wie manche schon sagen. Dadurch holst du dir Inflation ins Haus, wenn deine Währung stark abwertet. Also man kann das machen, MMT, aber es hat eben Folgewirkungen, die erheblich sind, nämlich die zum Beispiel, dass eine Notenbank jetzt intervenieren muss, so wie es wahrscheinlich die japanische Notenbank unter Kanda hier gemacht hat. Der sagt, kein Kommentar zur Frage, ob man interveniert hat, was praktisch heißt ja, denn eine solche Bewegung, wie wir sie hier gesehen haben, erst über der Anstieg über die Marke von 160 bei Dollar-Yen, dann runter auf 155, also mal eben gut 500 Pips in wenigen Sekunden, das ist nicht wirklich normal. Es ist eine der wichtigsten Währungen der Welt, dürfen wir nicht vergessen. Hier sehen wir nochmal diese Bewegungen. Und interessant ist auch, dass der Yen zum Yuan zuletzt immer weiter abwertet. Und das bringt die Chinesen auf die Idee, naja, dann könnten wir vielleicht den Yuan auch mal abwerten, wenn wir dadurch eben Nachteile haben. Und hier sehen wir, die Märkte spielen das im Grunde im Reich der Mitte. Die Renditen in China, sowohl für Staatsanleihen als auch für Unternehmensanleihen, sind extrem gefallen zuletzt. Das bedeutet, dass Peking wohl immer mehr unter Druck kommt, die eigene Währung abzuwerten. Und jetzt kommen wir wieder zur Zinsfrage in den USA. Hier sehen wir mal das FedWatch-Tool in Sachen Zinssenkungen. Was wird passieren am Mittwoch, ja, 1.5. Ganz oben, was Sie da sehen, das ist die Wahrscheinlichkeit, was passieren wird, eben wenn die Notenbank tagt und Paul dann seine Pressekonferenz halten wird. Praktisch ausgeschlossen, dass es zu einer Zinssenkung kommt. Im Grunde hält man das für unwahrscheinlich bis zum 18.09., wie Sie hier sehen können. Da ist es so eine Art 50-50-Chance. Da ist man allerdings schon sehr knapp an der US-Wahl dran, 6-7 Wochen. Da bin ich weiter skeptisch. Aber jetzt, was ist das eigentliche Thema, finde ich, oder aus meiner Sicht genauer gesagt, wenn Sie sich mal die letzten Inflationszahlen angeschaut haben und die letzten BIP-Zahlen, dann hatten wir ein Wachstum von 1,6% und wir haben eine Inflation, die über 3% liegt. Was heißt, die Inflation ist höher als das Wachstum. Das heißt, wir haben faktisch eine Stagflation, wenn man es genau benennt. Hier sehen wir den Economic Surprise Index. Die Daten wurden schlechter zuletzt aus den USA und dennoch sinken die Zinswahrscheinlichkeiten. Eigentlich jetzt nicht die Kombination, die mich an den ewig hussierenden Aktienmarkt glauben lässt. Wir haben ja, wie gesagt, zuletzt oder jetzt in den letzten Tagen eine Rallye gesehen.
Aber wir sehen eben auch den Stagflation Trade nach den hohen Inflationszahlen. Und man sagt ja, dass eine Stagflation schlimmer ist eigentlich als eine Rezession. Bei einer Stagflation kannst du eben nicht, wie bei einer Rezession, versuchen, die Zinsen zu senken oder Liquidität ins System zu führen, weil du dann die Inflation noch weiter schürst. Aber die Aktienmärkte haben sich gesagt, who cares? Das interessiert uns nicht. Aber auch die Anleihenmärkte signalisieren, Inflation is coming. Die Anleihenmärkte hier mal gemessen an den Tipps, also das sind inflationsgeschützte Anleihen, in Relation zu den normalen Anleiherenditen sind auf einem 52-Wochen-Hoch. Vielleicht kein Zufall, dass auch die Rohstoffe derzeit steigen. Also wir sehen hier eine relativ eindeutige Botschaft. Die 10-jährigen Anleiherenditen sind ja zuletzt gestiegen. Jetzt ist man so in einer unentschiedenen Phase. Sollen wir weiter rauf oder geht es wieder runter? Und diese Renditen, das sind sozusagen die wichtigen Kapitalmarktzinsen an der 10-jährigen US-Anleiherendite. Da hängen Hypothekenzinsen, hängen auch Kreditkartenzinsen etc. Also das ist wichtig und wir sehen, dass viele jetzt Geld abgezogen haben von den Banken, hängt wahrscheinlich zusammen eben mit dem 15. April, als die Amerikaner Steuern bezahlen mussten. Das war der größte Geldabfluss von US-Konten seit 9/11 und wir haben fast unbemerkt wieder eine Bank, die von der FDIC mal eben praktisch beschlagnahmt wurde, in Anführungszeichen, also die nicht mehr eigenständig agiert. Das ist die Republic First. Manche heißen First Republic, die heißt Republic First, also eine Bank aus Philadelphia. Die ist mal eben über die Wupper gegangen faktisch. Und wie die Zinsen wirken, das sehen wir teilweise eben auch bei kleineren Unternehmen in den USA. Hier haben 43% es nicht geschafft, ihre Miete pünktlich für den April zu bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Fast die Hälfte sind nicht in der Lage, ihre Mieten pünktlich zu zahlen, wegen eben der Zinsbelastung auf der einen Seite. Viele sind verschuldet und die Zinsbelastung ist hoch. Auf der anderen Seite eben auch die Mieten sind hoch, die Räumlichkeiten sind teuer. Also wir sehen, die Zinsen fressen sich durch System und Zinsen haben eben auch mit Liquidität zu tun. Wir sehen Bitcoin jetzt auf einem Einwochentief, kein herber Abverkauf, aber es geht eben tendenziell in Richtung der 60.000er Marke und wir sehen, dass da jetzt Abzüge waren und das hängt auch mit den Zinsen zusammen aus Bitcoin-ETFs, eben weil die Aussicht auf sinkende Zinsen so immer mehr schwindet. Interessant ist auch, dass bei diesen Bitcoin-ETFs vor allem nicht institutionelle Investoren wie Hedgefonds drin sind und Retail, also praktisch Privatgeld, also die Kleinanleger drin sind, wenn man das jetzt mal so sagen will. Wir haben in den letzten beiden Wochen Geldabflüsse gesehen. Das heißt, diese ETFs sind das ist nicht wirklich das ganz große Geld, was diese ETFs bewegt, sondern kleineres Geld. Das große Geld scheint Spaß dran zu haben, Bitcoin Futures zu verkaufen, dann fällt der Bitcoin-Preis, dann kann man unten wieder einkaufen. Zum Beispiel ist eine Verschwörungstheorie, meine Damen und Herren, aber auf jeden Fall, wir sehen, dass ein Liquiditätsasset wie Bitcoin nicht hussiert durch diese Aussicht auf eben nicht wirklich sinkende Zinsen. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Wir haben jetzt diese Rallye gesehen, die ziemlich genau, wenn Sie unten mal gucken, an den 20-Tages-Durchschnitt gekommen ist, dort erstmal abgeprallt ist. Die Amis lieben solche Tagesdurchschnitte, darf man nicht unterschätzen. Die Vergleich mit den anderen Election Years, die ganz gut gelaufen sind, zeigen, wir sind zunächst besser gelaufen als sogar üblich, als in den besten Jahren, dann diese Rücksetzer, wie jedes weiter. Hier sehen wir mal wichtige gleitende Durchschnitte wieder hier, 20er MA auf Wochenbasis, wir waren überverkauft, da hatte ich mehrfach thematisiert, jetzt sehen wir eine Rallye, jetzt ist die Frage der Bullen, ja, das war doch nur ein kleiner Rücksetzer, oder? Jetzt kommt doch die Hosse der Hossen, wir sehen hier beim Nasdaq auch diesen Konter, wenn Sie oben mal in diesem wöchentlichen Chart schauen wollen, aber auf wöchentlicher Basis sind alle Parameter, MACD und so weiter und so fort, alle noch auf Verkaufen eingestellt. Und interessant ist auch, wir sehen, dass wir natürlich mal wieder mit sehr guter Quote die Schätzungen schlagen in der US-Berichtssaison. Wenn du die Latte
so weit runterlegst, dass selbst ein Lama irgendwie ganz entspannt drüber hupft, dann ist das kein Wunder. Aber wir sehen, dass diejenigen, die nicht überzeugen, dass die richtig abverkauft werden, also die Unternehmen, die Zahlen bringen, die nicht überzeugen, die kommen ziemlich dick unter die Räder. Dennoch hat man jetzt in der letzten Woche oder wurden Aktien gekauft, so stark wie seit 5 Monaten nicht mehr. Also da ist wieder Optimismus, vor allem Hedgefonds sind hier stark engagiert, vor allem in Tech-Aktien. Das ist jetzt die längste Kaufstrecke seit 2022. Da sind wir in der 99. Perzentile in den letzten 5 Jahren. Also die Hedgefonds sind wieder drin. Hier sehen wir nochmal die bisherige Bilanz der Berichtssaison. Wie viele Prozente der Unternehmen haben die Erwartungen geschlagen? Da sehen wir einen Medianwert von 72%, was Earnings per Share Beat betrifft. 58 allerdings nur, was Sales Beat, also die Umsätze hier betrifft, und nur 49, die sowohl Gewinn als auch Umsatz übertreffen, die Erwartungen übertreffen. Das ist jetzt, naja, okay. Aber es ist eben auch nicht so fürchterlich überragend, muss man sagen. Und manche sagen, okay, guckt euch mal diese Utilities an, die Versorger, die profitieren davon, von diesen Datencentern, die jetzt ja errichtet werden, immens stromintensiv errichtet werden. Da hat Goldman Sachs die Idee, also bevor ihr jetzt noch Nvidia kauft, schaut euch doch mal diese Unternehmen an, die davon profitieren würden. Kein blöder Gedanke, muss man sagen. Diese Top 10 Aktien jetzt stehen für 35% der Marktkapitalisierung im S&P 500 nach der Enttäuschung von Meta, aber dann Microsoft und am Google eben hier mit diesem Aufschwung, Nvidia am Freitag über 6%, warum auch immer. Und sowohl Microsoft als auch Google haben ja versucht, immer öfter KI zu sagen, KI, KI, KI. Unsere Cloud ist gewachsen wegen KI, 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 KI. Schauen wir mal, wie da das Wachstum also ausgesehen hat. Das ist Azure, also die Cloud, der Cloud-Geschäftsbereich von Microsoft. Und wir sehen, ja, eine leichte Erholung ist da, nachdem die Wachstumsraten abgenommen haben. Und ja, es ist natürlich auch richtig, wenn ich 1 Million Umsatz mache beispielsweise, dann ist es schwer prozentual noch mehr draufzulegen, als wenn ich 1 Euro Umsatz mache. Wenn ich da 2 Euro Umsatz mache, dann habe ich meine 100%ige Umsatzsteigerung. Bei 1 Million musste ich da schon nochmal das Doppelte, eben nochmal ein Millionchen draufpacken. Also Sie verstehen, was ich meine. Der Basiswert ist eben hier entscheidend. Aber wir sehen, so viel KI kann nicht gewesen sein. Da wird etwas gewesen sein. Aber es ist eben nicht so, dass wir hier in völlig neue Dimensionen vorstoßen. Wenn wir uns hier mal Microsoft anschauen. Jetzt der Morgen, ganz wichtig, Supermicrocomputer vor allem. Und was haben wir noch? Wir haben dann Amazon, wir haben AMD am Dienstag und wir haben am Donnerstag dann Apple. Das wird von großer Bedeutung. Und natürlich die Fed-Sitzung am Mittwoch, wenn wir hier Feiertag haben. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Warum die Rallye auch ohne Zinssenkung weitergeht, sagen die Bullen. Okay, wir wollen ja die andere Seite der Medaille zeigen, in jeder Hinsicht. Also erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen oben über Social Media. Und die zweite Empfehlung ist das Big Picture. Was zählt jetzt an den Märkten? Ist es jetzt das schon gewesen mit der Korrektur im S&P 500? Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.